Guten Abend oder gute Nacht, YouTube. Domination Tipps. Ich melde mich nochmal mit einer neuen Folge. Und zwar habe ich was länger überlegt, ob ich die Folge überhaupt machen soll. Das ist jetzt eine Art Geheimtipp. Aber ich denke, es ist nur allzu fair, wenn ich euch das verrate. Und zwar habt ihr euch vielleicht schon mal gewundert, warum ich so hoch bin mit den Orden. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt immer noch nicht aufrufen, leider. Keine Ahnung, irgendwie den letzten Tage über diese Saison streikt das irgendwie. Ich hätte es euch am liebsten gern gezeigt, aber ich denke mal, ihr werdet das auch mir glauben. Ich brauche das nicht zu beweisen. Und zwar in der Liga, in der ich mich befinde, Königreich 1, ist hier schon relativ weit oben. Alle Spieler, die mit mir da sind, sind ein globales Zeitalter und es sind nur von 80 Leuten ein, zwei Mann, die im Industriezeitalter sind. Also mit dem Aufklärungszeitalter bin ich da wirklich absolut unterste Liga und auch unterstes Level. Ich bin 50, 60, teilweise sogar 70 Level, naja 70 nicht ganz, unter den anderen Spielern. Und das ist echt schwierig, sich da zu behaupten. Jedenfalls mein Trick, wie ich so hoch sein kann, seht ihr vielleicht am Basislayout. Schaut euch mal mein Basislayout an. Es ist ja nicht so, dass ich das verändere. Ich habe eine Zeit lang, das werdet ihr auch in einigen Videos sehen, auch in dem normalen Layout damit gespielt, dass ich mein Stadtzentrum geschützt habe. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die Leute von euch, die es wirklich interessiert, wie man mit Orden so hochkommt und wie man sich auch da oben halten kann. Die sollten jetzt genau hinhören, weil ich keine Zeit hatte, eine Grafik dazu zu erstellen. Die kann ich vielleicht mal erstellen, falls jemand haben möchte. Explizit, das würde ich aber nur machen, wenn es mir jemand in die Kommentare schreibt. Ansonsten solltet ihr einfach genau zuhören, weil das Thema ein bisschen komplexer ist. Wo fange ich am besten an? Es gibt ja ein Matchmaking-System. Das Matchmaking-System bestimmt, welche Spieler euch, wenn ihr hier auf Kampf, Multiplayer geht, welche Spieler euch angezeigt werden. Ich bin in der Königreich 1 Liga. Schaut euch mal kurz an. So, der erste Spieler, der mir angezeigt wird, Gold 2. Gold 2, das ist 1, 2, 3, 4 Ligen unter mir. Gold 3, 5 Ligen unter mir. Das sind jetzt auch nur Beispiele. Ich werde noch einen suchen, dann gehe ich wieder raus. Ich wollte es euch nur veranschaulichen. Oben rechts seht ihr, der hat sogar gar keine Liga. Sprich, es hat, also man bekommt überhaupt nicht adäquat starke Spieler angezeigt, wie man selbst in der Liga ist. Sonst müsste ich auch nur Leute angezeigt bekommen, die in Königreich 1, Königreich 2, vielleicht Königreich 3, aber auch ein paar, die über mir sind. Die so hoch sind, genau. Wenn das jetzt aber, wenn dem so wäre, dann wäre das natürlich ganz lustig. Ich kann euch jetzt mal eine Grafik zeigen. Wo habe ich das denn? Schaue ich mal ganz kurz. Hier habe ich meine Grafik. Ihr könnt ja kurz auf Stopp drücken, um euch die Grafik mal anzuschauen. Hier. Könnt ihr jetzt mal auf Stopp drücken, dann könnt ihr euch sie angucken. Ich gehe jetzt wieder in Dominations rein. Auf jeden Fall zeigt diese Grafik, ich habe 200 Mal, ich habe eine statistische Analyse. Das ist ein Methodeverfahren, das wir bei uns in der Uni, in meinem Studiengang haben. Egal, das ist auf jeden Fall ein Analyseverfahren. Zwar habe ich damit 200 Stichproben genommen, also Stichprobengröße gleich 200 und dann habe ich ausgewertet. Was für Spieler werden mir angezeigt, wo ich doch in der Königreich 1 Liga bin? Wenn ihr jetzt nochmal kurz zurückgeht auf die Sekunde, wo ich euch das gezeigt habe, auf Stopp drückt und euch das nochmal anschaut, seht ihr, dass 1%, genau 1% aller Leute in meiner Liga oder höher waren. Ich glaube, in dem Fall habe ich einen aus Königreich 1 und einen aus der Imperium Liga gefunden. 99% der Spieler, die euch im Matchmaking angezeigt werden, natürlich kann der Wert jetzt noch schwanken, aber der wird nicht riesig schwanken, weil die Stichprobengröße von n gleich 200 schon relativ groß ist und darum eine relativ große Objektivität und Validität bietet. Sprich, die Werte sind nicht sonderlich verzerrt, also ihr werdet auch nicht mehr Leute finden, die deutlich über euch sind. Dementsprechend ist für jeden das Matchmaking-System so angelegt, dass so eine ab einer bestimmten Liga, und da rede ich jetzt von Gold 1 und Königreich 3, ab dann, wenn man da ist, also sprich hier, Gold 1, Königreich 3, seht ihr unten, das ist die 3, 6, 9, wenn ihr in der 9. oder 10. Liga, also genau in der Mitte seid, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Die meisten Spieler halten sich in den Goldligen oder darunter auf. Die allerwenigsten sind in den Königreich, Reich oder Dynastie liegen. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, man bekommt also, wenn man ins Matchmaking-System geht, viel wahrscheinlicher hier einen Spieler gezeigt, der deutlich unter dem eigenen Niveau ist. Man bekommt nicht nur sehr, sehr unwahrscheinlich einen Spieler gezeigt, der in der gleichen Liga oder eventuell sogar höher ist. Dementsprechend, wenn man das jetzt berücksichtigt, sagen wir jetzt mal, ich gehe off. Mein Stadtzentrum ist jetzt geschützt. Das ist jetzt nicht diese Basis, sondern meine Weltkriegsbasis. Ich denke, ihr habt sie alle vor Augen. Ich kann es uns auch nochmal zeigen. Kriegsbasis bearbeiten. Stellt euch mal vor, ich würde mit diesem Layout aufgehen. So, dann kommt jetzt irgendein großer Spieler. Matchmaking-System wird angesprungen. Ne? Wenn das Matchmaking-System mir gleich angeht, ich bin off, ich bin wieder verfügbar, jemand kann mich angreifen, dann werden mich viele Spieler angezeigt bekommen. Aber wie wir eben gelernt haben, ist es ja so, dass Spieler, die über mir sind,
auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Spieler angezeigt bekommen, die unter ihnen sind. Sprich, ich werde Spielern angezeigt, die deutlich über mir sind. Logo, ergo, also die Rückschluss daraus ist, Spieler, die über mir sind, können bei mir nur wenig Orden holen. Jetzt gucken die sich die Basis an. Boah, Aufklärungszeitalter, hey, der hat nicht mal schlecht gebaut. Und ich kann da einen Orden holen. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ich marschiere doch nicht durch die komplette Basis, riskiere 39 Orden zu verlieren, greift den an. Da drücken die mich sofort weg. Ist ja auch logisch. Warum sollen die das für einen Orden auch wirklich alles riskieren? Ganz easy. Jetzt habe ich aber mein Stadtzentrum draußen stehen. Jetzt kommt einer rein, denkt sich so, boah, ich bin satt, Orden zu jagen. Hey, guck mal, ein Orden for free. Sind nicht mal Fallen, das Stadtzentrum wird umgebaut. Den nehme ich mit. Dann macht der Typ mich platt, weil er viel höher war als ich. Von seinem Level, von seiner Liga aus. Macht er mein Stadtzentrum kurz platt und geht dann raus. Dann verliere ich ultra wenig Orden, habe aber schönen Friedensvertrag, kann in Ruhe die Nacht durchpennen und morgen farm ich nochmal ein paar Orden. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn ihr euer Stadtzentrum schützt, dann werden die Spieler, die euch angezeigt bekommen, die über euch sind, sagen, pff, ein Orden, das nehme ich nicht auf mich. Aber die Spieler, die unter euch sind, wenn euch dann zufällig mal einer diese 1%, vielleicht 2% Chance wahrnimmt und es findet euch jemand, der deutlich unter eurer Liga ist, wird der unheimlich viel Orden bei euch machen können. Und da werden sehr, sehr viele Industriezeitalter-Spieler sein, die gemaxt sind. Wenn ihr im Industriezeitalter seid, werden da auch globale Zeitalter-Spieler sein, die gemaxt sind. Und die machen euch immer platt. Und selbst wenn sie nur 3-4 Sterne holen, weil sie so tief unter euch sind, klauen die euch dann 18, 20. Mir hat einer 34 Orden geklaut. 39 ist absolutes Maximum. Das hat so weh getan. Also Stadtzentrum außen stehen lassen. Damit kriegt ihr viel schneller einen Friedensvertrag, weil einfach irgendwelche Leute, die über euch sind, kommen, kurz das Stadtzentrum abräumen, dann habt ihr... Boah, das habe ich aufgestoßen, sorry. Dann habt ihr 8 Stunden Friedensvertrag. Also, ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Wenn irgendwas unklar ist, schreibt es mir in die Kommentare. Größter Tipp, Geheimtipp, um mit den Orden nach oben zu gehen. Stellt das Stadtzentrum nach außen. Und seid nicht so doof wie manche online. Ich weiß nicht, warum die das machen. Dann stellen die alle Fallen vor das Stadtzentrum. Wenn ich angreife, ich weiß jetzt nicht, ob ich davon ein Video finde... Hier, ihr seht, ich gehe immer nur einen Orden nach oben. Da hatte ich... Hallo? Hier, man sieht immer nur... Ich gehe immer nur einen Orden nach oben. Jetzt, weiß leider nicht mehr, welches Video ich nehmen soll. Auf jeden Fall, ein Beispiel jetzt. Vor dem Stadtzentrum liegen jetzt ultra viele Fallen. Dann setze ich da eh immer erstmal nur eine Truppe hin, solange das nicht umgebaut wird, weil ich ganz genau weiß, hey, aus dem Stadtzentrum kommen die Stadtzentrumverteidiger. Machen die meine Truppe platt, ich gehe rüber auf die andere Seite der Map, setze hier einen Fernkämpfer hin, damit der nicht viel Schaden macht, das Gebäude nicht kaputt geht und alle Truppen hier rübergezogen werden. Wenn die alle weglaufen, stelle ich hier 5 Füsiliere hin und mache das Stadtzentrum platt. Wenn jetzt einer seine ganzen Fallen davor liegen hat, dann löse ich die Fallen alle absichtlich aus, lock die Fallen, die Leute alle runter. Und dann mache ich trotzdem sein Stadtzentrum platt. Dann hat der Typ letzten Endes Orden verloren und muss mega viel Geld in seine blöden Fallen stecken. Alter, das ist doch voll unnötig. Schützt das Stadtzentrum richtig oder lass es doch sein, Junge? Weil nachher zahlst du 200.000 dafür, dass du ohnehin das Stadtzentrum platt hast. Und das Einzige, was du damit gemacht hast, du hast mich Truppen gekostet und mich ein bisschen geärgert. Aber mich schert das ein Scheißdreck. Ich habe einen Ausbildungssegen an, ich klaue dir das Stadtzentrum so oder so, wenn es außen steht. Aber wenn es außen steht, verliert ihr nicht so viel Orden. Ich hoffe, das war klar, so wie ich es erzählt habe. Falls ihr es nicht ganz verstanden habt, lasst euch einfach von mir gesagt sein. Ich bin bei 2540 Orden im Aufklärungszeitalter. Da ist weit und breit niemand im Aufklärungszeitalter. Das hat schon Grund, dass ich so hoch bin. Lasst euch gesagt sein, das Stadtzentrum außen stehen lassen, saved euch eher Orden, anstatt dass es euch Orden kostet. Klar, da sind auch mal Angriffe dabei, die ziehen euch richtig viel, aber im Schnitt sind es weniger. Ich habe jetzt die letzten 30 Angriffe den Durchschnitt errechnet, das arithmetische Mittel, und in den letzten 30 Angriffen waren es, genau, habe ich durchschnittlich 9,4 Orden verloren. Das ist gar nichts. Als ich das Stadtzentrum geschützt habe, habe ich durchschnittlich 15,6 Orden verloren. Das ist fast das Doppelte. So, genug für diese Nacht, genug Belehrungsstunde. Ich hoffe, es liegt euch irgendwie im Herzen. Vielleicht habe ich ein paar Spieler von euch, die gerne auch mal auf Orden gehen, erweckt. Falls einige sich fragen, warum man überhaupt auf Orden geht, nein, das hat nichts mit dicken Eiern zu tun. Schaut mal hier oben, Kampfbonus. 70.000 Nahrung, 70.000 Gold, 100 Öl, 1-2 Diamanten täglich oder 4-6 Handelsgüter. Das ist der eigentliche Bonus. Ich muss nur kurz reingehen, mache meinen Kampf, sobald ich einen Stern habe, gehe ich raus und ich habe sowohl meine Truppenkosten, meine Taktikkosten, ein bisschen Öl und Gold bekommen. Wenn ich dazu noch was abräume, so wie hier unten, da sind immer mal schöne Angriffe dabei, da sind nur ganz kleine, da 50.000 Gold, ist nice. 35.000, 65.000, das ist alles Bonus, der noch oben drauf kommt. Ich hatte auch einen etwas fetteren Angriff hier, 313.000 Gold, sieht man, mega, mega nice. Man muss ja diese 70.000 noch oben drauf rechnen. Jedes Mal muss man 70.000 Nahrung, 70.000 Gold drauf rechnen. Ich habe mich so rund gefressen. Schaut mal die Mauern, die gehen einfach hoch. Ich habe wieder 2,9 Millionen, gehen damit off. Also, man macht das, um möglichst schnell an Gold und alles ranzukommen. Und Nahrung. Schauen wir nochmal in den Weltkrieg. Oh, da hat jemand noch angegriffen. Patrick, Breakside. Patrick hat mich fertig gemacht. Ah, okay. Also ich muss sagen, super Weltkrieg. Ich habe mir eben Panik gemacht, dass ich habe nur 2 Sterne ja geholt. Wie man sieht, habe ich euch eben ja auch schon gesagt im Video.
Jedenfalls habe ich gedacht, oh, boah, der Gegner, der war so stark mit den Koalitionen und dem ganzen Shit, aber der Feind hatte eine scheiß Angriffskoalition an und die Null, die absolute Kack-Null, ey, er hat Flugzeuge, er hat 15 Truppen mehr als ich, er hat stärkere Truppen, er hat eine Taktik mehr, er hat sogar zwei Taktik mehr, weil er Koreaner ist und sogar eine Koalition an. Diese abgefuckte Null, sorry, dass ich das so sagen muss, King Seijing, du bist so ein Lutscher, du hast nicht einen Stern bei mir geholt. Das war echt schwach von dir, Mann. Die feindliche 2 hat unsere 4 gemacht, die feindliche 4 unsere 5, also die feindlichen Spieler greifen alle tiefer an, als sie eigentlich sind. Ich denke mal, die feindliche 1 wird sich morgen noch an der Melli versuchen. Ich werde dann morgen die feindliche 2 machen, weil die echt stark gebaut hat. Habe ich ja eben schon gezeigt. So, das war ein kurzer Ausblick aus dem Weltkrieg. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Das sage ich jetzt bestimmt zum 100. Mal. Darum sage ich jetzt einfach, weil ich wieder durch bin. Es ist wieder 1 Uhr in der Nacht. Ich sage einfach mal, ich wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein, Leute, und viel Spaß an alle Ordensjäger.